Willkommen zurück zu Let's Play Kings Bounty Warriors of the North. Wir sind letztes Mal stehen geblieben auf der Insel Island. Und man sieht schon, ich war wieder fleißig, habe die ganze Insel erkundet. Ich war in der tiefen Höhle drin und ich war beim Gipfel der Eisdrachen drin. Eines vorweg, beim Gipfel der Eisdrachen habt ihr einen Text verpasst. Ich hab's abgewogen, also ich habe den Text mir durchgelesen gehabt und habe dann weitergespielt, weil da die Drachen drin waren, also die Eisdrachen, die wir besiegen hätten sollen. Dann jeweils als Eisdrachen-Bosse, ich zeige gleich, wie ich gegen die Vorgänger bin, habe da einen Eisdrachen-Kampf, habe mir aufgehalten. Also da sind jetzt zwar nur Eisdrachen im Kampf, die Drachenbosse selber, die waren immer Schwarzdrachen, Eisdrachen, Rotdrachen und Gründrachen, also alle Drachenarten, die es gibt, bis auf Knochendrachen, und waren eben immer Helden und die haben aber die Standardfähigkeiten benutzt, also Geysir, das kennst du schon, wo einfach die Wasserfontänen kommen und ja, ich glaube, die haben eigentlich immer Geysir benutzt. Und bis auf den einen Text habt ihr eigentlich nichts verpasst gehabt und in dem Text ist nicht viel drin gestanden. Also da ist gekommen, wo ich in die Eishöhle da oder zum Gipfel raufgegangen bin und da ist halt gestanden, ihr spürt den Hauch der Dunkelheit und die Gefahr, bla bla bla. Also es war nicht sonderlich lang auch. Und ja, wie auch immer, ich habe die Eisdrachen besiegt, also wir gehen nachher nur mal zum Gipfel zurück, aber ich zeige euch ganz kurz, wie gegen die Drachen vorgehe. Und zwar einerseits natürlich mit dem Drachentöterschwert, das tatsächlich eben Moral kriegt, wenn ich gegen Drachen kämpfe oder vermutlich Drachen töte. Weiß ich nicht genau, wie es funktioniert. Dann hat sich unser Schild von Rekros irgendwie ein wenig weiterentwickelt. Und zwar bringt er mittlerweile minus 50% Angriff für feindliche Drachen gehabt. Das hat er am Anfang nicht getan. Und wenn die Fähigkeit bereit ist, dann kann ich mir mittlerweile Rotdrachen holen und keine Gründrachen mehr. Das ist ziemlich genial. Dann aber das Porträt des Drachen habe ich irgendwo herkriegt. Das hat ganz nützlich klungen. Also ich habe es momentan einmal aufgehalten, aber ja, habe es jetzt auch nicht wirklich angezogen. Muss ich nur überlegen, ob ich das irgendwie nehme. Und natürlich ansonsten ein paar Eier halt eben gefunden. Schwarzdracheneier und Eisdracheneier. Genau, das war aber eigentlich so ziemlich das Wichtigste, was ich gefunden habe. Levelmäßig, glaube ein oder zwei Level-Ups geholt. Die Wutkontrolle auf Maximum mittlerweile. Was habe ich sonst noch gelernt? Ich glaube nichts. Ich glaube, da bin ich momentan beim Sparen. Also ich bin beim Überlegen. Lernen? Habe ich Lernen geskillt? Na. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher nichts mehr. Ich bin beim Überlegen, ob ich Chaos, Magie noch erlerne und Konzentration für Mana pro Runde. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Und fähigkeitenmäßig, also ich habe offscreen immer nicht die Wiederbelebung und sowas geholt gehabt. Die war noch nicht bei den alten Inseln retour. Aber was ich erlernt gehabt habe, ist Drachentöter. Wo steht das? Moment, irgendwo ist es. Lasst mich lügen. Drachentöter, genau. Das habe ich auf Stufe 3. Und dadurch geht der Zauber auf alle Truppen. Und jetzt schauen wir uns ganz kurz an, wie das genau funktioniert. Ich habe aber Einheiten verloren. Also wir haben nicht Maximum momentan. Aber ich glaube, es müsste schon trotzdem genügen für den Kampf. Und zwar benutze ich die Drachentöter-Fähigkeit. So schaut sie aus, wenn sie auf maximaler Stufe ist. Dadurch haben sie alle diesen Drachentöter-Bonus. Und mache jetzt einen Bonusschaden von, ich glaube, fast 40% oder sowas gegen Drachen. Und wenn man Glück hat, so wie jetzt ungefähr, nachher kann man im Prinzip... Ist das was Böses? Okay, dem Fürsten der Schneestürme. Vielleicht mag ich mir mit dem nicht messen. Auf jeden Fall, man sieht schon, so ein Batzen Drachen kann in der ersten Runde nachher schon rausnehmen. Es war von den Kämpfen her, da waren es, ich glaube so immer 22 Schwarzdrachen, 10 Feuerdrachen und ich glaube 8 Eisdrachen und 10 oder 11 Smaragddrachen, so im Standardfall. Und wie auch immer, ich muss sagen, die Kämpfe eben, die waren nicht allzu schwierige mit dieser Drachentöterfähigkeit auf Stufe 3. Ist eigentlich ziemlich leicht gegangen sogar, wie ich finde. Also es war eigentlich echt nicht allzu schwierig. Ich hab so, wenn ich Glück gehabt habe mit einem kritischen Treffer, dann habe ich glaube ich, oh, lass mich lügen, ich glaube 10 schwarze Drachen mit einer Pfeilsalve eliminiert. Mit dem Drachenpfeile-Buff. Und dadurch ist es dann eigentlich ziemlich gut gegangen, muss ich sagen. So, und da bin ich vor dem, dass er sich teleportieren kann. Mit Reginas Bote und dadurch, ja, ist der Kampf im Prinzip schon gelaufen. Also es war jetzt kein richtiger Drachenkampf, das ist mir eh klar. Wir haben jetzt nur einen Batzen von Eisdrachen gehabt, aber weißt du, ihr wollt eben die Bosse einfach offscreen machen, denn die Kämpfe waren wirklich nichts gewaltig Besonderes. Ihr kennt es eigentlich alles. Oh Gott, was mache ich denn?
und waren jetzt ja eben, wenn die Helden, also die Drachenhelden, was wir besiegt haben, wie gesagt, es waren drei Drachenhelden, die man besiegt hat. Wenn die wenigstens irgendwie welche speziellen, oh Gott, ich bin jetzt mit denen vorgereitet, ich muss aufhören reden, ich verwirre mich selbst wieder. Wenn die irgendwie spezielle Fähigkeiten oder sowas eingesetzt hätten, dann hätte ich euch natürlich gezeigt, aber da das alles altbekanntes Zeug war, habe ich drauf verzichtet. So, ziemlich kacke, was ich da jetzt gemacht habe. Jetzt werden wir ein bisschen was verlieren vom Reden, aber ich bin wieder selbst total verwirrt. Oh Gott, ja, stellen wir uns irgendwie so hin. Blockieren wir dann weniger, wenn die Greifen über uns hinwegfliegen können und die Bären einfach vorbeilaufen können. Probieren wir sie nur wütend machen, dass sie vielleicht die Bären attackieren. Schauen wir mal, ob irgendwas geht. Oh Gott, der hat den Golem eliminiert. Komm schon! Greif die Bären an, warum nicht? Ich verstehe das nicht. Die macht die ja irgendwie wütend, dass sie auch Freunde attackieren, aber irgendwie machen sie es halt einfach doch nicht. Es ist ihnen einfach egal. Einfach egal ist es ihnen. Und ich finde das nicht nett. Ich finde das ganz und gar nicht nett. Ja, haben wir mit denen da. Hoffen wir, dass die töten. Obwohl, na, belegen wir das erst wieder. Schon, warum tötet's nicht? Oh Gott, dann jetzt stirb ich nur mal. Brrr. Was für ein krotischer Krampfkampf. Ein Krampfkampf, ja. Schauen wir mal, ja, ich glaube, ich kann den wiederbeleben in der nächsten Runde. Teilweise buggt es, ja. Ich habe nicht ganz rausgefunden, wovon es abhängt. Aber ich glaube, das dürfte schon funktionieren. In der dunklen Höhle, oder wie sie geheißen hat, also in die, oder finsteren Höhle oder so. Da war übrigens auch noch einmal, jetzt verliere ich die Ahnung, was geht ab. Da war übrigens auch noch einmal ein Drachen-Heldenkampf unten, und zwar von einem Drachen-Nekromanten. Das war aber auch wieder nur ein Eisdrache, ganz normal. Auch der hat wieder nur Geysir und sowas benutzt, also auch da nichts allzu Besonderes gewesen. Ihr habt also kampfmäßig im Prinzip nichts verpasst. Wir sind letztes Mal auf jeden Fall stehen geblieben, das habe ich noch nicht erwähnt gehabt. Auf der Insel eben, da auf Island, wo wir uns ja um die Eisdrachen kümmern hätten sollen. Ich habe mich um die Eisdrachen gekümmert, es ist kein spezieller Text momentan kommen. Vielleicht kommt er nur, wenn ich noch einmal zum Gipfel hingehe. Da war nämlich eine gewisse Besonderheit, wenn man so will. Schauen wir uns aber alles klar an, wenn endlich dieser Kampf vorbei ist. Gott, wie mühsam er ist. Also die Drachenheldenkämpfe sind irgendwie einfacher gegangen als das da. Können die da endlich alle sterben? Komm schon. Strategiemäßig von den Kämpfen her bin ich eigentlich... Oh Gott, jetzt stirbt er durch einen kritischen Treffer. Egal. Bin ich eigentlich immer relativ gut durchgekommen. Level Up von den Valkyren war auch einmal dabei. Also meistens eben nur Wikinger verloren. Ich glaube auch mal ein, zwei Charles oder so. Ihr seht es vielleicht eh, wenn es vergleicht mit dem letzten Video von den Truppen unten und mit dem aktuellen Video. Die Insel selber, ich zeige es euch noch natürlich auch ein wenig. Die Insel muss ich jetzt selber sagen, ja, hat mich jetzt nicht so beeindruckt. Also ist eher so eine 0815 Standardinsel. Bisschen vereist, paar NPCs halt irgendwo. Jetzt aber nicht irgendwie so ein Highlight. Also wenn man es zum Beispiel vergleicht mit den alten Inseln oder mit der Insel zuvor, weil irgendwie so was Tolles war an den Berglippen entlang, so eine Lorenschiene und keine Ahnung, nur so Felsen, die über eine Mine hereinhängen. Und dann irgendwie so eine Golem bilden und sowas. Da ist die Höhle unten gewesen, also die tiefe Höhle heißt sie, wo der Drachenhelden-Nekromantenkampf unten war, also gegen den Held. Einheiten selber waren es, glaube ich, Knochendrachen und ansonsten großteils untote Einheiten, Vampire und sowas. Also da, ja, das ist so grob die Insel. Also ich finde es jetzt nicht extrem faszinierend, aber ist ganz nett, passt schon. Okay, na gehen wir zum Gipfel. Zum Eisdrachen-Gipfel, denn da gibt es eine Besonderheit und zwar, da zeige ich es euch kurz, also da war das Gebiet mit diesen Eisdrachen. Da war einmal einer da drüben, wenn man da weiterreitet. Wo geht es denn überall hin? Bis daher, okay. Der war ungefähr da, der erste Held. Der zweite Eisdrachenheld ist irgendwo da herum patrouilliert, der war ungefähr da. Und der dritte, der war dann da drüben, also man rennt da ungefähr im Kreis. Und der war dann ungefähr da. Irgendwo.
Okay, wie auch immer, da hat es nun einen Runenaltar gegeben und was es da gibt, ist Furiset, oder wie man das immer aussprechen mag. So ein ganz spezieller Drachenhorst und da lebt Massalatrix drinnen. Nicht zu verwechseln mit die Matrix. Grüße, Menschensohn, ich bewundere deinen Mut. Willkommen in meinem Schloss. Ich, Massalatrix, bin die Königin der Eisdrachen von Eisland. Wer bist du, mutiger Mann? Mein Name ist Olaf, Sohn des Tormund, o mächtiger und wunderschön geschuppte Massalatrix. Wie süß, du weißt wohl, durch elegante Worte zu schmeicheln, Olaf, Sohn des Tormund. Ich höre sie gest gerne. Sag, was führt dich hierher? Ich würde gerne etwas von euch kaufen, o glanzschweifige Massalatrix. Okay, so, bei der kann ich mir jetzt einmal wieder diesen weißen Schädel kaufen, den habe ich aber schon. Das Magier-Cape, was schon auf maximaler Stufe ist und ja, für einen Magier vielleicht ganz vernünftig wäre, für mich würde ich jetzt sagen, nö, braucht man nicht. Und den Drachenzahn, und zwar ein Amulett aus einem Drachenzahn. Verwendung, fügt 5 Zahn zu Yodos Halskette hinzu. Vermutlich soll das bedeuten, einen 5. Zahn zur Halskette, das will ich auf jeden Fall kaufen. Und was man bei der kaufen kann, ist den Todesstern, wo Darth Vader inne wohnt und dann über das Schlachtfeld zieht und alles eliminiert mit seinem Laserschwert. Na, keine Ahnung, kennt den Zauber nicht. Beschwört einen Stern, der tödliche Strahlen in weitem Umkreis verschießt, die allen Lebenden Astralschaden zufügen. Wow, okay. Doll Auferstehung gab es da wieder, aber ich kann es nicht kaufen. Und Drachen kann man da eben kaufen. 2 Eisdrachen, da kann ich aber, glaube ich, kann ich mittlerweile mehr, mal 7, 15... Gründrachen und 13 Rotdrachen. Schwarzdrachen gibt es da leider Gottes nicht. Und ich habe überlegt gehabt, ob ich mir eine Drachenarmee mache oder nicht. Also ich habe wirklich kurz überlegt gehabt und ich glaube eigentlich, dass ich mir keine machen werde. Ich meine, man muss sagen, wir haben ja einmal die Valkyrie, die dann von Kreaturen der Stufe 5 nachher den Angriff um plus 12 erhöhen würde. Dann haben wir noch irgend so ein Schild, ich glaube, das ist eh das, was nochmal die Verteidigung von denen sehr stark erhöhen würde. Dann habe ich noch Führerschaftsanforderungen für rote Drachen reduziert, also ich kann relativ viele Drachen theoretisch haben. Aber der große Nachteil, glaube ich, an denen ist, dass da einige Boni wegfallen. Ich habe ja Boni von den Fähigkeiten allein her schon, also vom Machtbaum her da, kriegen all meine Wikinger mal plus 3 Angriff und... Auch aber andere Sachen sind da auf jeden Fall und auch von den Fähigkeiten her. Ich finde, so wie das momentan da zusammenspielt, ist irgendwie besser als wie mit den Drachen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich werde eben bei dieser Wikinger-Armee bleiben jetzt bis zum Ende des Spiels vermutlich. Die Drachen-Armee, glaube ich, werde ich mir nicht gönnen. Irgendwie komme ich mit denen da so gut zurecht, so wie sie da momentan sein, so mag ich es lassen. Siran, seid gegrüßt, Mensch. Ich bin Siran, Anführer der Greife auf dieser Insel. Was führt euch hierher? Zeigt ihr mir, was ihr zu verkaufen habt? Okay, schauen wir einfach, was er hat. Okay, Angriff für Greifen. Reduzierte Führerschaftsanforderungen für Greifen. Alles für Greifen. Okay, da könnte man sich eine Greifenarmee machen. Geil, okay, super geil. So, ja, brauchen wir irgendwie nicht. So, Überlegung. Ist jetzt natürlich, was wir ein bisschen machen. Also, wir haben jetzt die Eisdrachen theoretisch besiegt. Jetzt ist die Frage, kann man jetzt schon abhauen von der Insel? War das jetzt schon alles, was wir irgendwie erledigen hätten sollen? Jetzt einfach wieder mit dem Zwergenkönig reden und es passt alles? Oder muss ich da mal mit irgendwem Speziellen nur reden? Aber natürlich, bevor wir jetzt da weiterreden und uns da erkunden, werden wir den Zahn benutzen. Ich hab's nicht vergessen. Und zwar kann ich es nicht verwenden. Aha. Was? Fügt 5 Zahn zu Yodos Halskette hinzu. Wie kann ich es verwenden? Hä? Okay, ich kann es nicht drauf droppen. Ich kann es nicht verwenden. Ich kann es da auch nicht verwenden. Wie du weißt, haben Drachenzähne ungewöhnliche Eigenschaften. Wenn du einen Drachenzahn trägst, erhöht sich die Kraft des Besitzers. Mit allen 5 Zähnen kann der Besitzer die berühmte Halskette des legendären Drachentöters Yodo erschaffen. Aha, wir haben die Halskette also schon. Ich habe eigentlich gedacht, das verbessert die Halskette noch einmal. Werbartig sinnlos ist es, wenn wir da jetzt nur den Drachenzahn halten, den was wir gleich zu Beginn des Spiels eigentlich schon erhalten haben.
Gibt jetzt für mich irgendwie verdammt wenig Sinn. Hier ist niemand. Okay, reden wir dann noch mit Jari, dem Fischer. Seid gegrüßt, Fremder. Ich würde euch einen guten Morgen wünschen, wenn es denn einer wäre. Mein Name ist Olaf. Wir kennen uns bereits. Was hat euch denn so in die Laune verhagelt? Pah, ich bin Jari. Jari, der Fischer. Und ich bin der unglücklichste Fischer der Insel. Ihr müsst wissen, dass ein bösartiges Gespenst sich in meinem Haus niedergelassen hat. Es heult ohne Unterlass herum und macht mir den ganzen Tag lang Angst. Ich habe versucht, vernünftig mit ihm zu reden, aber es hat mich einfach nur angeknurrt. Jetzt fürchte ich mich davor, in mein eigenes Haus zurückzukehren, und sei es auch nur für kurze Zeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Immerhin stellt es mir nicht nach, wenn ich draußen auf der Straße bin. Nun, ich könnte versuchen, für euch mit ihm zu reden. Wirklich? Ich bin nicht reich, aber wenn er dieses Schreckensgespenst aus meinem Haus bekommt, gebe ich euch alles, was ich habe. Hier, nehmt meinen Schlüssel, ich habe die Tür für den Fall der Fälle von außen verschlossen. Gespenster brauchen eigentlich gar keine Schlüssel. Falls ihr das nicht wusstet. Aber wartet hier, während ich euren gespenstischen Untermieter einen Besuch abstatte. Ja, okay, wär wieder eine weitere Nebenaufgabe. Interessiert mich momentan nicht. So, gehen wir zu unserem Schiff da wieder runter. Fliegen wir mit unserem dollen, fliegenden Pegasus-Pferd zum Schiff. Und ich würde sagen, schauen wir ganz kurz nach. Handle ein Friedensabkommen zwischen König blablabla. Ja, berichte König Korndigor, dass die Insel nun frei von Eisdrachen ist. Okay, also ich habe es vermutet. Man muss vermutlich jetzt nur mal mit dem Zwergenkönig reden. Und dann wird das Bündnis vermutlich da geschlossen mit den Zwergen. Vermutlich dann auch gleich das Bündnis nur geschlossen mit den Wikingern. Und eventuell sogar auf einem Schlag nur hin dann gleich mit den Elfen. Das wäre natürlich wunderbar. So, ich habe vergessen, die Schiffe umrunden. Genau, na, die Insel zu umrunden, aber... Also es gibt da ein paar Schätze nur rings um die Insel, aber ich glaube... Ich glaube, wir überleben es auch, wenn wir das paar Gold und Kristalle und was weiß ich, was es da gibt, jetzt nicht aufheben. Manchmal ist natürlich vielleicht eine Rune, die wäre natürlich sehr nützlich, aber meistens ist es halt eben Gold und ja, das braucht man nicht. Das braucht man nämlich wirklich nicht. Schaut's nach links unten. Heißt es 8.012.000 Gold? Lies ich das richtig? Okay, ja, wir haben 8 Millionen Gold. Wahnsinn. Also wir haben mehr als das Doppelte für dieses Achievement auf Stufe 3. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass anscheinend, wenn man es auf Schwierigkeitsgrad unbesiegbar spielt, dieses Spiel, dass es halt dann wesentlich knapper wird von den Ressourcen her, da man viel mehr Einheiten verliert und da und nach kaufen muss und vielleicht da gar nicht so viel Gold kriegt von den Schatztruhen, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Spiel auf unbesiegbar oder sowas zu spielen, reizt mich persönlich jetzt zum Beispiel eigentlich gar nicht. Ich spiele das dann nämlich eigentlich Großteil für die Story. Und natürlich ein bisschen will man schon gefordert werden in den Kämpfen, das ist klar. Aber ich will jetzt da nicht unfassbar oft laden müssen und mich komplett ultimativ anstrengen müssen, um einen Kampf irgendwie zu bestehen. Das ist meiner Meinung nach nicht Sinn von solchen Spielen für mich. Und ja, von daher, ich werde es immer auf diesen normalen Schwierigkeitsgrad spielen. Ich finde den ganz okay, der hat teilweise auch seine ernüchternden Momente und hat auch eben teilweise auch seine schwierigen Kämpfe drin, so gewisse Bosskämpfe oder Questkämpfe. Und das passt dann eigentlich ganz gut. Also mir reizt es auch nicht wirklich jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielen und dann eventuell mit Ressourcenknappheit zu kämpfen. Aber auf einem normalen Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall haben wir es eigentlich, ich glaube, da haben wir auf jeden Fall mehr als genug Gold für den Rest des Spiels. Seid gegrüßt, Olaf. Wie geht es euch? Genießt ihr euren Aufenthalt in Neukorda? Seid gegrüßt, Herrscher. Ich komme gerade aus Island zurück. Die Drachen, die den Bau der Goldmine verhindert haben, sind Geschichte. Nun, in diesem Fall werde ich zwei meiner besten Trupps schicken, um Island zu erkunden. Und ich werde Riftland besuchen, um das Friedensabkommen mit Asphalt zu unterzeichnen. Ehrlich gesagt haben meine Zwerge diesen Krieg bereits satt. Handel treiben ist doch deutlich besser als kämpfen. Aber man sollte die Dinge nie überstürzen. Am besten geht ihr vor und teilt Aswald mit, dass ich ihn bald besuchen komme. Nur zu gerne, Korndigor. Korndigor. Was für ein dämlicher Name. Okay.
Auf zu König Aswald. So fein. Hin und her rennen. Schaut, es fehlt nur so eine Kleinigkeit irgendwie. Das habe ich zum Beispiel bei Luffy auf dem Super Nintendo, wer das Rollenspiel kennt. Wenn nicht, spielt es. Es ist ein grenzgeniales Rollenspiel. Da wird es geliebt, diesen Zauber Warp, glaube ich, hat er geheißen. Teleport oder Warp? Ich glaube, Warp hat er geheißen, was Celan drauf gehabt hat. Damit hat man sich einfach von Stadt zu Stadt teleportieren können und hat nicht immer extra auf der Weltkarte herumgehen müssen und so. Und das ist schon, also solche Zauber sind sowas von fein, denn ich persönlich bin nicht so der Fan von A nach B laufen, von B nach C, dadurch sinnlos Zeit verbraten, vor allem wenn nichts passiert, außer herumrennen. Das ist vielleicht die ersten zwei, dreimal ganz nett, wenn man ein bisschen die Landschaft begutachten kann und das Terrain und so weiter, dann ist ganz nett. Aber irgendwann, man hat es gesehen und ja, finde es dann eher ein bisschen von der lästigeren Seite. Okay, Aswald, rede mit uns. König Aswald, König Korndigo hat eurem Vorschlag zugestimmt und sich bereit erklärt, in Kürze persönlich hier zu erscheinen, um den Vertrag zwischen euren Völkern zu unterzeichnen. Die Tür hinter dir schwingt auf und da steht der dicke Korndigo, begleitet von einigen abgebrüht aussehenden Wachen. Ich, Korndigo, Regent von Neukorda, begrüße König Aswald, den Herrscher von Südwindland, und wünsche ihm eine lange und blühende Regierungszeit. Möge sein Langschiff den Stürmen immer voraus und sein Schwert auf ewig scharf sein. Trinken wir darauf! Aswald erhebt sich von seinem Thron und geht ein paar Schritte auf Korndigo zu. Es freut mich, den weisen Herrscher von Neukorda begrüßen zu dürfen. Möge sein Bart auf ewig wachsen! Der junge Olaf hat mir berichtet, dass ihr zu einer vorläufigen Übereinkunft zwischen unseren Völkern gelangt seid, was die Goldminen betrifft. Ich hoffe, dass ihr hergekommen seid, um diese Übereinkunft in der Art unserer Ahnen zu besiegeln. Mehr lesen. Nun denn, König Aswald, ich bringe euch das Friedensabkommen, das unsere gemeinschaftliche Harmonie und die brüderliche Aufteilung der Minen beschreibt. Dann begannen die üblichen Zeremonien, die solche Angelegenheiten begleiten. Die offizielle Unterzeichnung des Dokuments, zahlreiche feierliche Reden, gekrönt von Schwüren ewigen brüderlichen Friedens und am Ende ein üppiges Festmahl. Während das Fest noch im vollen Schwung ist, kommt Korndigo herüber, um persönlich mit dir zu reden. Ich erinnere mich an unsere letzte Unterhaltung, Olaf. Ihr habt uns geholfen, Frieden mit Aswald zu schließen und jetzt ist es an mir, mein Versprechen einzuhalten. Die Zwerge von Neukorda werden an eurer Seite gegen Prinz Guilford kämpfen. Danke, Korndigo, und ihr, König Aswald, werden eure Soldaten uns in der Schlacht ebenfalls unterstützen? Verzeiht mir, Olaf, aber im Moment kann ich euch nicht helfen. Dank euch sind wir und die Zwerge von Neukorda Freunde auf ewig geworden, aber Südwindland hat immer noch zahlreiche Feinde. Die Orks, mit denen die Wikinger auf Dungsin viele Jahre in Frieden lebten, haben den Säbel des Krieges gezückt und greifen friedliche Dörfer an. Ich kann keine Kriege entbehren, bevor die Orks sich wieder beruhigt haben. Falls ihr mir bei diesem Problem helft, werde ich euch natürlich meine gesamte Armee zur Verfügung stellen. Dann habt ihr freie Wahl unter meinen Wikingern. So sei es, König. Ich werde versuchen, die Orks auf Tungsin zu befreien. Neue Seekarte von Tungsin, der letzten Insel, die was ziemlich groß scheint. Oh Gott. Ein wenig redundant, muss ich da jetzt sagen. Jetzt haben wir gerade auf der einen Insel die Eisdrachen besiegt für die Zwerge. Jetzt soll man auf einmal die Orks besiegen für die Wikinger. Also weiß nicht. Hätte man vielleicht besser lösen können, keine Ahnung. Find jetzt ein bisschen schwach. Also mir kommt es gerade irgendwie wiederholend vor, muss ich sagen. Man macht eigentlich haargenau wieder das Gleiche. Jetzt besiegt man eben die Orks statt die Drachen. Aber im Prinzip haargenau ums Gleiche zu erzielen, dass einfach die Truppen uns zur Verfügung stehen. Ich finde das irgendwie, das ist so meiner Meinung nach immer so das Mittel der Spieleentwickler, um Spiele, ja, ich will jetzt schon fast sagen, unnötig in die Länge zu ziehen. Ich finde, das ist nicht unbedingt notwendig. Okay, gib mir ein Schiff. Keine Ahnung, wo das steht. Hat er mal jetzt irgendwo ein Schiff gespawnt? Wenn ja, wo? Man weiß es nicht. Wie auch immer, ich glaube, es ist ziemlich egal. Wir werden uns in diesem Part... Moment, auf der Karte müsst ihr es eigentlich sehen, oder?
Da oben ist ein Boot. Okay, genau, wenn ich jetzt umdrehe. Wir werden uns in diesem Part jetzt nur natürlich die neue Insel anschauen. Wir sind gespannt, wie sie aussieht. Ist sie ebenfalls vereist oder ist sie eher von normalerer Natur? Man weiß es nicht. Und dann werde ich natürlich wieder offscreen die Insel fertig erkunden, die Orks besiegen. Ich glaube, Ork-Einheiten kennen wir auch mittlerweile schon so ziemlich alle. Schauen wir mal. Falls es neue gibt, zeige ich sie euch natürlich. Ja, schaut eher nach einer sommerlichen Insel aus. Wie viele Nebenaufgaben das Spiel eigentlich ja hat, das ist wirklich unfassbar. Ich glaube, keine Ahnung, gibt es da so über 300 Nebenaufgaben oder sowas? Mir kommt echt vor, wir haben mittlerweile schon sehr, sehr viele Nebenaufgaben angenommen. Gelöst haben wir nicht gerade viele. Brumm, da haben wir eine unendlich lange Liste. Okidoki, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Oh Gott, da habe ich gerade mit mir geredet. Wollte eigentlich gar nicht Yodo, der Händler. Haben wir nicht von Yodo die Halskette? Okay. Willkommen in meinem Laden, mächtiger Wikinger. Willkommen in dem Laden, in dem man die besten Waren zu den niedrigsten Preisen bekommt. Mein Name ist Yodo, der Ladenbesitzer, und ich freue mich immer über neue Besucher. Wie lautet euer Name, edler Gast? Ich bin Olaf, Sohn des Tormen aus Nordlig. Olaf, wie wunderbar. Und was führt euch hierher, mächtiger Wikinger? Ah, ihr müsst nicht sagen, natürlich haben euch Geschichten über meinen herrlichen Laden auf die Insel geführt. Ihr möchtet euch sicher mein Sortiment ansehen, nicht wahr? Ja, was hat er denn da? Wahrsager kann ich mal nachkaufen. Schild des Drachenjägers, hey! Da war das Set dann bald vollständig. Oder? Ja, da fehlt uns nur mehr die Drachenschuppenrüstung. Okay, ziemlich geil. Das hat was, das gefällt mir. Schild, 2 Verteidigung und minus 20% Schaden durch feindliche Drachen. Sag ich eigentlich nicht. Ist ungefähr ähnlich wie das Schild von Rekros, würde ich da behaupten, von der Stärke her. Okay, wie auch immer, wir sind aber weit mittlerweile über der Länge und wir können es einfach noch einmal kaufen. Ihr liebt es, zufällige Würfeln. Das heißt, wir kaufen es einfach nochmal, damit wir es zerstören können. Aber wie auch immer, ich werde jetzt die Insel erkunden, die Kämpfe machen, die Schätze aufheben, mich fortbilden. Extrem geil sein, mich ausziehen und nackt weiterspielen, einfach weil ich es kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.